In diesem Video reden wir über die Essensmöglichkeiten auf dem Avengers Campus. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video über den Avengers Campus. Ja, in diesem Video reden wir über die zahlreichen Essensmöglichkeiten auf dem Avengers Campus. Ja, auf diesem kleinen Gebiet, auf dieser kleinen Fläche gibt es so viele Möglichkeiten, so viele unterschiedliche Sachen zu essen. In diesem Video zeige ich euch und erzähle ich euch, welche Möglichkeiten es gibt, ob es mir persönlich geschmeckt hat und was ich euch empfehlen würde. Eigentlich war geplant, das Video auch vor Ort zu drehen, aber ich habe es an dem Mittwoch, wo es geplant war, zur offiziellen Eröffnung einfach nicht geschafft. Erstens war das Wetter am Anfang blöd und kalt und dann waren auch so viele Leute da. Deswegen habe ich einfach so Aufnahmen gemacht, die ich euch jetzt hier auch immer einblenden werde, wenn ich zu den Sachen rede. Ich werde euch die Speisekarte versuchen einzublenden. Auch die Location so ein bisschen, wo es sich auf dem Avengers Campus befindet, werde ich euch hier einblenden und zeigen, damit ihr auch den Weg finden könnt. So groß ist es auch nicht, aber ja. Aber generell hatte ich ja schon mal ein Video hochgeladen, ein Walkthrough durch den Avengers Campus. Also wenn es euch interessiert, da habe ich auch schon mal die Essenssachen gezeigt, wo sich was befindet. Und was wollte ich noch sagen? Egal, wir starten jetzt einfach, das fällt mir gleich wieder ein. Ja, beginnen wir, also ich würde sagen, wir gehen rein auf den Avengers Campus und beginnen wir direkt mit der Pym Kitchen, die sich auf der linken Seite befindet, wenn ihr die Straße runterlauft. Die Pym Kitchen ist ein Buffet-Restaurant und da erstmal, wenn ihr dort essen gehen wollt, unbedingt einen Platz reservieren. Ganz, ganz wichtig, generell in Disneyland Paris immer Restaurants reservieren, sonst kriegt ihr die Gefahr, keinen Platz mehr zu bekommen. Und gerade mit dem zurzeit, dass der Access limitiert ist, also dass man auch draußen vor dem Avengers Campus warten muss, bekommt man mit der Reservierung der Pym Kitchen einen garantierten Zugang und man kommt eine halbe Stunde vor der Reservierung, es sind 20 Minuten vor der Reservierung in den Avengers Campus rein und muss dann halt nicht draußen gegebenenfalls länger warten. So viel dazu. Also, Pym Kitchen, ein Buffet-Restaurant. Wir waren da auch jetzt schon zweimal essen. Beim ersten Mal habe ich auch ein komplettes Review-Video gemacht. Findet ihr auch auf meinem Kanal. Verlinke ich euch gerne bei dem i. Schaut es euch gerne an, wenn ihr überlegt, dort essen zu gehen. Generell, es kostet 42 Euro. Und in den 42 Euro ist ein Softgetränk enthalten. Und es gibt auch Jahreskartenrabatt. Was erwartet euch in der Pym Kitchen? Also, wie gesagt, ein Buffet-Restaurant. Und es ist angehaucht an den Film Ant-Man and the Wasp. Ich habe den Film aber nicht persönlich gesehen. Ich muss mich da auf andere Quellen verlassen. Also in dem Film ist wohl Ant-Man einmal eine kleine Ameise und auch einmal ein großer Mensch. Und das ist natürlich auch im Restaurant umgesetzt. Also es gibt zum Beispiel kleine Croutons, es gibt riesige Croutons, es gibt Mini-Burger, es gibt einen Riesenburger, Hotdogs klein, groß. Also ne, dieses Konzept finde ich wirklich richtig cool. Das Konzept und es gibt das ganze Restaurant ist wie ein Labor aufgebaut. Die Mitarbeiter haben Laborkittel an. Auch generell die Mitarbeiter sind super motiviert. Jedoch beim Bezahlprozess oder generell ist es gerade noch ein bisschen schwierig. Da sind sie sich gerade noch am Eingrooven. Also bezahlen dort immer ein bisschen länger. Wir mussten auch beim zweiten Mal jetzt sehr lange auf Getränke warten, aber da wurden wir entschädigt. Wir haben nämlich am Ende noch 3 Cola aufs Haus bekommen, in Flaschen zum Mitnehmen. Also ja, da wurde uns etwas entgegengekommen, aber trotzdem, die sind sich gerade noch am Eingrooven. Ansonsten, ja, wie gesagt, Reagenzgläser auf den Tischen, das Wasser wird in einem Erlenmeyer-Kolben geliefert, also an den Tisch gebracht. Jetzt muss ich, habe es nämlich in der Story gesagt, dass es auch ein Reagenzglas ist. Nein, meine beste Freundin musste wieder den Besserwisser spielen. Das ist ein Erlenmeyer-Kolben, das hast du doch im Chemie-Leistungskurs auch gelernt. Ja, ich hatte gar keinen Chemie-Leistungskurs, Chemie-Grundkurs. Egal, ich habe es trotzdem mal in Chemie gelernt. So viel dazu. Also die Aufmachung, die Thematisierung ist wirklich 100% umgesetzt. Ich mag auch die Atmosphäre, es ist sehr viel Platz. Kommen wir zum Essen. Es ist halt so amerikanisch angehaucht. Es gibt zum Beispiel ja, Burger, Hot Dogs, Corn Dog, Caesar Salad. Die Vorspeisen finde ich wirklich gut. Also die Vorspeisen schmecken mir. Die Hauptgänge, ja, sind in Ordnung, hauen mich aber nicht vom Hocker.
Es gibt noch sowas wie Rippchen, Kartoffelpüree und ja, eigentlich nichts Spektakuläres. Wie gesagt, es haut mich nicht vom Hocker. Dieses Konzept, dieses Klein und Groß, ist natürlich richtig cool. Die Desserts wiederum fand ich wirklich wieder sehr gut. Ich mag diesen blauen Wackelpudding, Götterspeise, wie man es auch immer nennt. Diese große Erdbeere war lecker. Aber, und der Cheesecake. Cheesecake geht immer. Aber da scheiden sich natürlich auch die Geister. Brina fand es ja gar nicht gut beim ersten Mal. Beim zweiten Mal wieder ein bisschen besser. Also, es gibt aber auch Leute, die finden es wirklich sehr gut. Deswegen sage ich euch mein Tipp, wenn euch die 42 Euro nicht abschrecken, dann probiert es. Wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden, das Konzept ist cool und ja, einmal drin gewesen zu sein, ist auf jeden Fall eine Experience wert. Ich kann aber auch verstehen, viele haben mir geschrieben oder unter meinem Video geschrieben, für eine Familie mit zwei Kindern ist es einfach viel zu teuer und das kann ich komplett nachvollziehen. Aber ihr könnt mir ja gerne eure Berichte unten generell zum Thema Essen auf dem Event das Campus, würde ich mich über eure Meinung und euer Fazit freuen. Also gerne unten einfach in die Kommentare schreiben. Ja, das war so kurze Zusammenfassung der Pim Kitchen. Wie gesagt, es gibt auch ein komplettes Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich auch das Buffet zeige. Wir haben Cocktails bestellt und. Gehen wir weiter, wenn wir weiter die Straße Richtung Flight Force laufen. Gehen wir erstmal zur linken Seite und da findet ihr die Stark Factory. Die Stark Factory ist ein Schnellimbiss-Restaurant und erstmal richtig cool gemacht am Eingang mit diesem, ich würde ihn jetzt mal Iron Man Roboter, ich weiß nicht, wer, in welchem Bezug man diesen Iron Man Roboter sieht. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Iron Man Roboter. Ihr seht, ich bin nicht Marvel bekannt, aber ich finde den Avengers Campus trotzdem mega cool, obwohl ich jetzt nicht der größte Marvel-Fan bin. Ja, wenn man reinkommt, sieht man erstmal diesen Roboter und es gibt richtig viele Sitzplätze. Es ist angenehm, dort zu sitzen erstmal. Es gibt auch eine, jetzt weiß ich gerade ihren Namen nicht, dieses Büro von Peggy Carter, genau, Peggy Carter. Wenn ihr reingeht, zur rechten Seite findet ihr das Büro, da kann man auch dran essen. Als wir da waren, konnte ich deswegen nicht ganz so gut filmen, weil da natürlich Gäste gesessen haben und gegessen haben. Wir wollten sie jetzt auch nicht unbedingt stören. Aber man kann sich aber da auch hinsetzen, Fotos machen. Also man muss wirklich auf dem Avengers Campus überall seine Augen aufmachen, weil überall gibt es irgendwelche Easter Eggs, irgendwelche richtig schönen Gimmicks. Also immer schön die Augen aufhalten. Also genau, zur Stark Factory zum Essen. Es gibt Pasta, Pizza und Salate und auch ein Dessert. Was ich probiert habe, ist bisher die zwei Pizzen und zweimal die Pasta. Also die Pizzen, da haben wir die Stracciatella-Pizza probiert und einmal die mit Parmaschinken und Rucola. Die mit Parmaschinken und Rucola war jetzt gar nicht so mein Fall. Fand ich ein bisschen trocken, als wir sie gegessen haben. Die Stracciatella-Pizza fand ich gut, weil halt sehr viel Käse drauf war und sie dadurch ein bisschen saftiger war. Die Nudeln kosten, die Pizza kostet 14 Euro und die Nudeln sind auch so für 14 Euro erhältlich. Also es ist nicht günstig für das, was es ist. Aber dennoch, wir haben die Bolognese-Nudeln probiert und auch die Käse-Parmesan-Nudeln. Beides fanden wir wirklich gut. Die veganen Nudeln mit Tomatensauce habe ich bisher noch nicht probiert. Und es gibt, glaube ich, auch noch eine dritte Sorte Pizza. Aber die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ihr könnt aber auch jedes Menü auf der Disneyland Paris Seite oder auf der Disneyland Paris App nachschauen. Wie gesagt, es ist nicht günstig. Dennoch finde ich die Nudeln sehr, sehr lecker. Also würde ich ganz klar weiterempfehlen. Und natürlich gibt es auch da Jahreskartenrabatt. Und was ich auch noch sehr lecker finde, ist das Dessert. Das ist so eine Art Karamell, Schoko, Mousse, irgendwas. Aber finde ich sehr lecker. Kostet, glaube ich, 5 Euro. Bisher habe ich noch keine Salate probiert, da kann ich euch leider keine Meinung zu geben. Aber wie gesagt, wenn ihr schon mal essen wart und den Salat auch probiert habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Also zur Stark Factory würde ich tatsächlich empfehlen, die Nudeln fand ich jetzt besser als die Pizza. Und tatsächlich einer der besseren Schnellimbiss-Restaurants, die das Disneyland Paris zu bieten hat. Und auch eine Abwechslung für die Walt Disney Studios. Weil in den Walt Disney Studios gibt es ja eigentlich nur Burger in Studio One in der Halle drin. Und ansonsten gibt es noch ein anderes Schnellimbiss-Restaurant in den Studios. Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube tatsächlich noch nicht. Es gibt das Jeremy noch, aber das ist ja ein Table-Service-Restaurant. Nee, und das war's. Und es gibt natürlich immer so Food-Trucks oder so. Aber tatsächlich ist es eine schöne Erweiterung für die Walt Disney Studios, dass es da jetzt auch Nudeln und Pizza gibt.
Ja, und jetzt gibt es noch drei weitere Essensmöglichkeiten auf dem Avengers Campus. Und zwar, wenn ihr dann nicht links geht zum Stark Factory, sondern rechts gegenüber vom Training Center befindet sich der erste Food Truck. Und bei dem Food Truck gibt es Nudelsuppen, Kokosbällchen und eine Mango, kleingeschnittene Mango, würde ich es jetzt mal nennen. Und tatsächlich auch Bier. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht, was für ein Bier es ist, aber es gibt auch Bier da zu kaufen. Und ich durfte die Nudeln tatsächlich am Inside Ears Event testen, und zwar mit Chicken. Es gibt auch mit Shrimps und auch eine vegane Option mit Tofu. Und mir persönlich haben die mit Chicken sehr, sehr gut geschmeckt. Ich hätte auch gerne noch die mit Garnelen probiert, jetzt als wir da waren, aber da sind wir in die Pim Kitchen gegangen. Und dann hat es sich halt nicht ergeben. Aber ich werde auf jeden Fall irgendwann noch die mit Garnelen testen. Und ich glaube, im Herbst oder im Winter ist das echt eine gute Möglichkeit, um sich auch mal aufzuwärmen mit so einer Suppe. In der Suppe findet ihr natürlich Asianudeln. Da findet ihr kleingeschnittenes Gemüse, was aus Buchstaben darstellen soll. Und dann kann man tatsächlich Web mit den Buchstaben schreiben. Finde ich echt richtig süß, eine süße Idee. Das Gemüse war mir auch knackig. Es war nicht verkocht. Es gab richtig viele Hähnchenstreifen drin. Also ich persönlich fand es sehr lecker. Es war auch nicht scharf. Man muss aber Zitronengras und Ingwer mögen. Also die Suppe schmeckt sehr nach Zitronengras und Ingwer. Ist halt eine asiatisch angehauchte Suppe. Aber ich fand es dennoch sehr, sehr lecker. Und wenn ihr auch so Geschmäcker mögt, würde ich euch tatsächlich empfehlen, diese Suppe zu probieren. Was ich jedoch nicht so gut fand, waren diese Asia-Bällchen, diese Kokosbällchen. Da scheiden sich aber, wir haben auch schon wieder einige Leute getroffen, die diese Kokosbällchen gut fanden. Aber also diese Kokosbällchen werden warm gemacht, sind so ähnlich wie Mochis, aber bei uns waren sie dann schon kalt geworden, bis wir sie essen konnten, und dementsprechend waren sie auch nicht mehr so gut. Innen drin ist, würde ich, also viele sagen immer dazu Eigelb, ich glaube nicht, dass es ein Eigelb wirklich ein Eigelb ist, aber es sieht halt, wenn man reinbeißt, aus wie ein Eigelb. Geschmackstechnisch auch nicht zu definieren. Ich würde sie mir vielleicht, ich weiß nicht, ob ich sie mir nochmal holen würde. Also nach meinem ersten Erlebnis fand ich sie jetzt nicht so gut, und dafür für 5 Euro finde ich es dann schon relativ teuer. Und die Mango-Stückchen habe ich tatsächlich auch noch nicht probiert, obwohl ich sehr Mango mag. Wird vielleicht irgendwann mal nachgeholt. Aber generell, dieser Foodtruck kann man empfehlen. Ich mochte die Suppe, aber das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Laufen wir weiter Richtung, ich weiß es gar nicht, halt einfach die Straße weiter. Dann kommt auf der linken Seite noch ein Foodtruck. Ja, ja. Wie gesagt, es gibt zahlreiche Essensmöglichkeiten auf dem Avengers Campus, und bei dem Foodtruck gibt es Hotdogs. Wir haben die Hotdogs, also Brina hat sich den Hotdog auch beim Instant Ears Event geholt, und ich habe mal reingebissen und ich fand ihn wirklich lecker. Es ist ein großer Hotdog. Da ist, glaube ich, auch Ketchup, Senf und ich glaube Röstzwiebeln drauf, aber ich erinnere mich jetzt nicht genau. Aber ich habe den Hotdog abgefilmt, da könnt ihr euch den mal genauer angucken. Wie gesagt, alle, die wir gesehen haben, fanden die Hotdogs auch lecker. Natürlich mit 11 Euro pro Hotdog sind die Preise wie bei Casey's Corner. Ist es nicht günstig? Generell ist es auf dem Campus nicht günstig. Aber wo ist das auch schon bitte günstig im Disneyland Paris? Ich finde es lecker und ja, richtig gut, die Hotdogs. Es gibt, glaube ich, auch eine vegetarische Option. Und bei diesem Foodtruck gibt es auch noch Eis zu kaufen, so Spider-Man, Wassereis und andere Eissorten. Bei der Foodtruck, da müsst ihr auch nochmal ganz genau hingucken, weil wenn ihr euch anstellt, kann man auch vorne in den Fahrerbereich gucken. Und da müsst ihr euch echt mal, da müsst ihr echt mal reinschauen. Da gibt es so viele schöne Marvel Easter Eggs. Da gibt es zum Beispiel Spider-Man auf dem Schaltknüppel. Die Jacke von Guardians of the Galaxy hängt da drin. Ganz viele Funko Pops. Also ihr müsst da mal reinschauen und euch die ganzen Details angucken. Das ist richtig schön gemacht. Mit Liebe zum Detail. Und kommen wir zur letzten Essensoption auf dem Avengers Campus. Und zwar gegenüber von diesem, es ist glaube ich ein Coca-Cola-Truck, wo es die Hotdogs gibt, gibt es das Super Diner, das alte Café de Cascadeur. Und alle sagen ja, das waren die besten Burger in Disneyland Paris bei Café de Cascadeur. Ich habe sie tatsächlich nie probiert. Irgendwie, bevor der Bereich, also es war mir irgendwie nie so bewusst, dass da so gute Burger gibt, als es noch offen war. Und irgendwie war ich da nie essen. Naja, was verpasst. Jetzt in diesem Super Diner gibt es dort Sandwiches. Sandwiches, verschiedene Sandwiches für Erwachsene und auch für Kinder mit Pastrami oder auch eine vegane oder vegetarische Option.
Wir haben das letzte Mal probiert mit Brina, als wir jetzt da waren. Ich hatte die Erwachsenenversion. Da sind normalerweise ist da Sauerkraut auch drauf und Pickles, also so Gurken, Sauer-Essiggurken und Senf und, glaube ich, Ketchup und... Also es war alles möglich drauf und Pastrami hatte ich für 11 Euro und Brina hatte die Kinderversion. Das ist im Prinzip, von der Größe her war es genauso wie mein Erwachsenen-Sandwich, nur hatte sie halt kein Sauerkraut, keine Pickles und ich glaube Senf hatte sie auch nicht drauf, sie hatte nur Ketchup drauf. Aber trotzdem auch mit Pastrami, auch relativ viel Fleisch und halt für 6 Euro. Von der Größe her haben sich die Sandwiches nicht unterschieden, nur halt vom Inhalt, würde ich jetzt sagen. Deswegen könnte man ja fast 2 Kinder-Sandwiches essen und anstelle von einem Erwachsenen. Ich habe auch das Sauerkraut weggelassen, weil ich kein Sauerkraut mag. Das war aber kein Problem. Also ihr könnt das einfach auch ohne Sauerkraut bestellen. Ich fand's lecker. Brina fand ja auch ihr Kinder-Sandwich sehr lecker. Wie gesagt, muss man abwägen, ob man die 5 Euro mehr bezahlen möchte für Sauerkraut und Pickles und ein bisschen Senf. Aber generell fanden wir es lecker und was ich noch schöner an diesem Superdiner finde, ist die Atmosphäre drin. Im Winter oder im Herbst kann ich mir das gut vorstellen, da drin zu sitzen. Es gibt viele Sitzgelegenheiten, es ist schön aufgemacht und ja, also man kann auch direkt an der Bar sitzen, sich bedienen lassen. Also ich finde es innen drin auch richtig schön und sehr entspannt, glaube ich. Ja, und das war das Superdiner. Und die letzte Essensmöglichkeit auf dem Avengers Campus. Ich muss gerade noch nachdenken, ob ich mir irgendwas sagen wollte. Aber nein, das war jetzt die letzte Essensmöglichkeit vom Avengers Campus. Ja, und ihr seht, es gibt viele zahlreiche Möglichkeiten, was ihr auf dem Avengers Campus essen könnt. Also auf dieser kleinen Fläche so viel Essen findet ihr in den ganzen Walt Disney Studios nicht. Und generell muss ich sagen, ich finde es gut, bis sehr gut. Pym Kitchen ist Geschmackssache, aber ich glaube, da ist tatsächlich für jeden was dabei auf dem Avengers Campus. Über Hotdogs, Pizza, Pasta, Nudeln, Suppen, Sandwiches. Also ich glaube, jeder Geschmack kann auf dem Avengers Campus was zu essen finden. Das war es auch zu diesem Review und den Möglichkeiten, was ihr dort zu essen findet. Ich hoffe, es war hilfreich für euren nächsten Besuch auf dem Avengers Campus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!